SSC Audiocast. Herzlich willkommen, liebe Fans des SCC. Piet Weber und Jonathan Sachse präsentieren Ihnen den SCC Audiocast. Hier erfahren Sie jede Woche alle wichtigen Informationen zu Berlins Volleyballverein Nummer 1. Am Mittwoch, den 1. Oktober um 20.15 Uhr geht es bereits los. Der SCC trifft zu Hause in der Sömmeringhalle auf TV Rottenborn. Gleichzeitig läuten die Teams damit den Startschuss in die neue Saison ein. Denn erst am nächsten Tag werden die übrigen Teams ihre Auftaktspiele bestreiten. Zwei Spiele, zwei Siege. So lautet die Bilanz gegen den Aufsteiger aus Rottenburg. Die Rollen sind klar verteilt. Ein Kinderspiel wird das aus Sicht unseres Trainers Michael Warm aber nicht. Eine schwere Ausgangssituation, aber für uns auch gleich eine ganz wichtige Erfahrung oder eine Thematik, mit der wir uns beschäftigen müssen. Wir gehen als Favorit ins Rennen und wir müssen das auch zeigen. Und gerade zu Saisonbeginn ist es natürlich besonders schwer, weil man sich diese Rolle erstmal erarbeiten muss. Und wir müssen zeigen, dass wir der Favoritenrolle gerecht werden können. Die Stammsechs der Vorsaison konnte gehalten werden und trotzdem gab es einen großen Umbruch im Kader. Sechs neue Spieler dürfen wir in der Saison 08-09 begrüßen. Martin Christoph, Sebastian Fuchs, Jiri Popelka, Christoph Eichbaum, Christoph Schwarz und Jaromir Zachich verstärken das SCC-Team, um wieder oben anzugreifen. Größter Rivale wird einmal mehr der VfB Friedrichshafen sein. Doch Olympiafahrer Markus Böhme sieht noch andere Konkurrenten. Ich denke, Düren wird wieder ganz oben mitmischen. Und dann kommt ein breites Mittelfeld mit Wuppertal, Moers. Also da sind schon viele Mannschaften, die ebenfalls jetzt im Playoff eine Rolle spielen könnten. Auch neben dem Platz wird das Angebot für die Fans erweitert. Ein Besuch in der Sömmeringhalle lohnt sich auf jeden Fall, wie Geschäftsführer Günther Trotz erklärt. Wir haben also dort eben eine Videowand, wo eben das attraktiver gestaltet wird. Wir bauen die Cheerleaders mit ein in unser Programm. Wir werden das Gewinnspiel, was wir dort machen, werden wir verändern, dass es noch attraktiver wird. Wir werden da gute Preise aussetzen. Und wir werden dann wieder unsere berühmte Tombola zu Weihnachten durchführen, die ja sehr, sehr populär ist. Und wir werden immer mehr jetzt auch den Zuschauer anbieten, dass also nicht nur Volleyball in der Halle sehen wird. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie kommenden Mittwoch in der Sömmeringhalle in Charlottenburg begrüßen dürfen. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr. Eine Wegbeschreibung und alle weiteren Infos rund um unseren SCC finden Sie wie immer im Internet unter www.scc-volleyball.de. Bis nächste Woche!